Herzlich also willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Wir schauen uns heute den John Deere 2510H Geräte an. Das Ganze kommt von LR Modding und JA Modding. Ist in der Kategorie Düngetechnik und von John Deere. Hopp. Das Ding hier. Spielzeug. Gehen 5500 Liter rein. Hat eine Arbeitsbreite von 11,5 Meter. Und läuft standardmäßig mit 22 km/h. Der Modder schreibt, mit den John Deere 25H Geräte, mit denen Pflanzen vor und nach der Ernte mit Düngemittel und Kalk und halt mit flüssigen Nährstoffen versorgt werden. Und der Preis beläuft sich auf 110.000. Das Gerät hier. Kapazität 5500 Liter. Und es gehen Dünger und Kalk rein. Gibt es aber noch Restgerät. Ja, das Gerät. Das ist der Flüssigtank. Für Dünger müssen. Flüssigdünger. Tank dazu. Da gehen 7570 Liter rein und Arbeitsgeschwindigkeit beträgt 32 km/h Standard und kostet 12.000 Euro. Die erforderliche PS-Zahl ist 160. Config-Blöcke haben wir keine. Nein, da haben wir auch keine Config-Blöcke. Wir haben hier Trellebar-Greifen drauf, der Größe 395 R46. Farbe sieht gut aus. Textur. Aber sieht eigentlich gut aus. Achte da eigentlich sowieso nicht so arg drauf, sage ich jetzt mal. Dann haben wir bei dem Flüssigtank Warnzeichen drauf. Das ist auch ein bisschen hoch. Aber man kann es erkennen. Hier haben wir Räder ohne Reifengröße drauf. Dann. Wie mit Tastatur. Sich eigentlich so gut. Ein Grad.
Das. Nein. Denkt. Hängt. Ist ziemlich lang das Gespann. Das klappern wir aus. Finger holen. Auch gleich vor. Eine englische Art. Geht es schneller bevor. Einkommen.
Gar keine. Und Kalk. Ah. Physikdünger, sondern für also das, ja. Zusatztank für Dünger und Kalk. Dass man nicht so oft nach Hause fahren muss. Okay. Ich denke, die Arbeitsbreite kann sich sehen lassen, das funktioniert alles.
jetzt hängt. Also es ist ziemlich lang, das Teil. Mit beide, mit dem Zusatztank hinten noch dran. Aber man muss da nicht mehr drauf nach Hause. Keine schlechte Sache. Sieht gut aus. Kann man vor oder nach der anderen benutzen. Funktioniert soweit auch alles. Fragen. War es das von meiner Seite aus? Den Link dazu schmeiße ich wie immer unten in die Beschreibung rein. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr es verwendet oder nicht. Und dann sage ich ciao, ciao, bis zum nächsten Mod.